heute noch mal so fertig, sagst du? Ja, genau. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Erstmal einen Überblick verschaffen hier. Ah Toll. ja, genau. Hier Ägypten und Dings. Können wir ja eigentlich schon relativ flott fertig machen, wenn ich das richtig sehe. Ja, würde ich Theoretisch. noch kurz 2, 3, 4 Runden warten, um Einheiten in Position zu bringen vorher. Ja, das muss ich auch noch. Ein bisschen sortieren. Ich sehe, die Azteken haben auch schon hier die Musketentypen. Echt? Ja. Wo sie. Ach da, ja. Das ist natürlich schlecht. Und das ist auch das, was ich bei Frankreich befürchte, wenn die nämlich auch schon so weit sind, dass die Musketiere haben. Die französischen Musketiere sind ja auch eine Spezialeinheit, also so eine etwas stärkere Sondereinheit. Dann könnte das schwierig werden. Weil ich auch so ein bisschen befürchte, dass die anderen, die das Team 4 hier, Frankreich und die Kelten, dass die auch nicht dumm sind. Und feststellen, wenn wir jetzt da noch einen Krieg anzetteln, dass wir dann wahrscheinlich gewinnen werden und sich auf die Seite der Verlierer schlagen werden. Also, hätte ich, glaube ich, kein Problem mit. Also, Okay. ich hätte Ja. zwar so ein paar Ritter in Paris herum, sehe ich ja hier. Aber Ja, Problem ist auch, dass wir doch nicht allzu viel aufgedeckt haben da auf deinem Kontinent. alles halb so wild. Schauen wir mal. Im Zweifel kann man immer darauf vertrauen, dass der Computer seine Einheiten auch zu schlecht Ja, steuert das stimmt. und daher keine Chance hat. Das stimmt. So, dann will ich mal noch ein paar Einheiten hinterher produzieren. Ah ja, jetzt habe ich einen etwas besseren Überblick über Ägypten. Ne, ich glaube, der hat aber auch schon Musketiere.
Oh, wie praktisch. Ich habe gerade ein goldenes Zeitalter angefangen. Der Franzose plant irgendwas, sagt mein Spion. Das macht er ja die ganze Zeit. Ja, irgendwie schon, ne? Napoleon schmiedet geheime Pläne gegen Platin. Oh, haben wir irgendwas, was wir erforschen wollen? Irgendwas, was wir... Also sofort bekommen können? Industrialisierung zum Beispiel? Driving wäre natürlich nicht schlecht. Was für ein Ding? Aber das können wir noch nicht sofort kriegen. Naja, aber Industrialisierung? Ja. Zum Beispiel. Klar, also. Gucken. Nein, sagen tue ich nicht. Was bringt uns jetzt im Krieg weiter? Metallverarbeitung bringt ein Lancier. Was kann der denn? Berittene Einheit. Ja. Oder
Oder die Gatling-Kanone. Ist natürlich relativ stark. Machen wir mal. Warum baust du da die Universität, oder? Nee, ich habe einen großen Wissenschaftler. Ach so. Ja. Ah, Mist, ich habe es nur verkürzt. Schade. Ja, ich glaube, das ist abhängig von dem, wie viel Wissenschaft man produziert, wie viel der gibt. Also, ja, wie viel man pro Runde produziert. Na gut, 9 Runden bis zur Industrialisierung. Ich dachte, das geht schneller. Schade. Oh, ich habe den schiefen Turm gebaut. Ach, deswegen, ja, okay. Ach, und Napoleon schmiedet auch geheime Pläne gegen Montezuma. Kannst ja nicht zurückhalten. Ich sag ja, er schmiedet geheime Pläne gegen jeden. Naja, irgendwie schon. Er hat nichts anderes zu tun. Aber mit seinen Rittern kann er doch eigentlich nichts reißen. Ja, also ich wäre soweit. Ja, ich würde ja fast vorschlagen, dass wir noch ein paar Runden warten. Okay. Und die Rifleman erforschen. Also, bist du gerade bei Metallverarbeitung dran? Nee, noch nicht. Ich habe Fertilizer jetzt gleich fertig in einer Runde. Also es ist Dynamit oder was? Nee, Fertilizer. Dünger. Dünger, ja. Dann bist du ja auch gleich mit Industrialisierung fertig. Dann können wir gemeinsam an Metallurgie arbeiten. Und wenn wir das fertig haben, dann kann ich in einer Runde die Oxford University bauen. Universität. Und hier gibt ja eine freie Technologie, da kann ich dann mit der freien Technologie die Rifleman nehmen. Also okay. Was heißt das im Deutschen? Die Schütze. Schützen. Ja. Schütze heißt das. Ja, können wir machen. Das dauert dann wohl noch ein paar Ründchen. Also ich schätze mal so 10 Runden wird das bestimmt noch dauern. Nö, also also ich brauche alleine. Sag mal, ich habe jetzt alleine 6 Runden bei Metallurgie. Ah, okay. Und mit dir zusammen wird es ja so 4 sein oder so, nehme ich mal an. Ja, aber ich habe erst in 7 Runden die Industrialisierung fertig. Oh, dann, ja, dann, ja, ich kann die aber auch unterbrechen. Nee, passt Problem. Schon. Lass mal jetzt dann. Nee, wir machen das einfach mal. Es dauert halt ein paar Runden, aber dann können wir schnell unsere Einheiten upgraden. Die Rifleman haben, glaube ich, 34 Stärke oder so. Ja, das ist genau. Schon ein bisschen mehr als Musketen. Muss gerade mal gucken, was habe ich denn? Die Conquistadores haben Stärke 20 und die Musketiere haben Stärke 26 bei mir. Ja, ist deutlich besser. Sollten wir machen. Siehst du das denn immer, dass der Pläne schmiedet?
Das sagt mir mein Spion. Ach so, ja, ich habe jetzt einen Spion zu den Azteken geschickt, aber er sagt mir nur, dass ich da nicht stehen kann. Ja, das sagt er mir auch hin und wieder. Ah, Rekrut Garcia in Paris hat herausgefunden, dass Napoleon geheime Pläne gegen euch schmiedet. Jetzt hat er fast alle durch. Was macht der denn da unten? Der Azteke. Neuer Spion. Schicke ich den denn hin? So, jetzt habe ich noch einen Spion in Edinburgh. Ich glaube, in Theben brauche ich keinen mehr. Hast du in Osaka schon nichts mehr zu produzieren? Was? Oder ach so, brauchst du Geld? Ja. Oh, ein bisschen was kann ich schon bauen, ne? Ah, sehr gut. Ich bin auch mal gespannt, ich habe so einiges schon an Musketieren. Wie viel die kosten, wenn wir die upgraden wollen? 150 oder so, schätze ich mal. Echt so viel? Dann wird's aber eng. So, ach, Industrialisierung ist schon fertig. Ja, ich hab da mal auch drauf geklickt. Ach so, ah, okay. So, jetzt Metallurgie. Genau. Thank you.
Vorkommen Kohle wurde entdeckt. Ja. Das sind drei. Nochmal drei. Oh, und sieben. Ich habe 13 Kohle. Gar nicht schlecht. Das ist Kohle. Ich glaube, er ahnt was. Vielleicht greift er ja vorher an. Das wäre er dann selber schuld. Achso.
Ja, also nächste Runde haben wir ja Metallurgie. Ich brauche aber leider jetzt noch zwei Runden für die Universität. Also erst in zwei Runden gibt es Oh. die Rifleman, die Schützen. Oh nein, das war das letzte Naturwunder. Na schön. Bitte was? Ja, ich wurde bombardiert. Wo? Oh. Ah, oh. Geht schon los. Also doch die Franzosen. Na gut, dann machen wir es so. So, ich würde vorschlagen, dass wir hier Military Science, also Militärwissenschaften, erforschen zusammen. Und wie gesagt, die Schützen kann ich mit der Universität gleich in einer Runde, gibt es sie automatisch. Ja, okay. So. Militärwissenschaft. Was bringt uns das? Kavallerie, auch sehr gut, ja. Gar nicht, wie viele Pferde habe ich denn überhaupt? Acht. Junge, Junge, so, Stadtstaaten haben euch den Krieg erklärt. Boudica Napoleon hat euch den Krieg erklärt. Ah ja. Na, da stehe ich jetzt natürlich perfekt für. So, dann kann's losgehen. Ja, ist klar. Rifling entdeckt. Sehr Nice gut. upgraden. Moment, da muss ich hier erstmal. Upgrade kostet 95, geht doch. Ach so.